So, Freunde, ach, erst war das leckere Essen weg, wurde uns auch gespendet, was man so alles kriegt für lau. Kameramann, so, jetzt wisst ihr alle, dass ich wirklich einen Kameramann habe. So, jo, Freunde, jetzt beginnt's. Es wurden schon wieder Messervideos gewünscht. Naja, fangen wir einfach gleich mal an. Kurz und schmerzlos. Also, hier wieder ein schönes Herbertsmesser. Wurzelholz, vom Allerfeinsten, sage ich bloß. Das ist, ja, ich weiß nicht, ob man es sieht, in der Mitte schön angeschliffen. Das ist wirklich schön poliertes Holz. Ja, was soll ich sagen? Das habe ich benutzt beim Campen. Früher durfte man ja sowas auch mal mit sich rumtragen. Mache ich natürlich heute gar nicht mehr. Ja, es wackelt schon ein bisschen. Aber das hat wirklich früher kein Spiel gehabt. Aber deswegen sind ja hier auch die Schrauben drin. Bei den guten Messern kann man das wieder nachspannen. Ansonsten ganz normale Verriegelung, wie bei so vielen Messern. Zack. Ja, Fangriemenöse vorhanden. Also man kann es auch sichern. Bei Bootstouren und so ist das immer mal wichtig. Man friemelt irgendwas rum, man schnippelt sich im Boot irgendwas klein und plötzlich plumpst das Ding über Bord und weg ist es. Also deswegen ist es schon mal nicht schlecht, wenn man so eine Fangriemenöse dran hat. Das war wirklich auch scharf gewesen. Test wieder mal. Gucken wir. Zack. Ja, also man kann es auch relativ langsam ins Papier drücken. Nichtsdestotrotz, es geht, aber ich sag mal so, es müsste auch mal wieder ein klein wenig nachgeschärft werden. Also wie gesagt, Herberts Katalog, bei den Messern macht da nie was verkehrt. Obwohl die damals, Mensch, wo ich die damals gekauft habe, noch zu DM-Zeiten, deutlich über 30 Euro gelegen haben, würde ich mal ganz, 30 Mark, würde ich jetzt mal so stark behaupten. Ansonsten ist da bei den Messern immer eine fortlaufende Nummer drin und vorne IC 420 und Cardius Herberts, ne? Das ist bei den Markenmessern immer der Name mit dabei. So, dann hier haben wir mal ein ganz billiges. Die hat man früher hinterhergeworfen bekommen. Hier ist zwar auch irgendwas einge... Ey, das ist ja auch ganz frech, ne? Da haben die Chinesen C.J.H. eingraviert hier vorne. Ich weiß gar nicht, ob es erscheint im, in der Kamera. Das soll doch jetzt nicht wohl etwa heißen Karl Julius Herberts. Ich weiß nicht. Und eine fortlaufende Nummerierung ist auch drin, aber die sieht aus, als wie wenn sie mit Hand reingestanzt wurde. Und dann schreiben sie auch mal ganz frech drauf, rostfrei. Also das ist es nicht. Ja, aber ansonsten, schweres Messer, Messingbacken verarbeitet und ganz normal hinten entriegeln, zusammenklappen. Ich sag mal so, Mensch, die Dinger, die gab es damals für, weiß ich nicht, 8 Mark, 10 Mark, irgendwo auf dem Polenmarkt oder so. Echt zum Mittel rumschnitzen, das kann man schärfen, es geht. Und wenn man es mal verliert, ist es nicht besonders schade, ne? So, das Messer. Dann haben wir hier noch ein schönes Taschenmesser gefunden. Ja, ich glaube, das sind, so eine gibt es viele. Ich fand damals interessant, dass es eben so breit war. Schön mit Holz. Korkenzieher war dran. Und hier vorne die andere Funktion. Ich würde sagen, hier, das war kleiner Schraubendreher. Flaschenöffner ist auch immer nicht verkehrt, wenn man es dabei hat. Das ist so ein Allerweltsmesser, ne? Von denen gibt es wirklich ganz viel. Jo, zum Schluss hatte ich noch ein schönes. Da war hier die Lederscheide mit dazu. Das war auch aus dem Messerkatalog extra bestellt. Auch Herberts, 420er Stahl. Auch schön wieder mit fortlaufender Nummer. Ordentliche Verarbeitung, sehr schönes Holz. Schön angepasst. Wenn man mal hinten guckt, so eine leichte Tropfenform im Griff drin. Das liegt wirklich gut in der Hand. Hinten wurde es etwas dicker. Fangriemenöse ist da. Hier vorne, dass man mit dem Daumen nicht abrutschen soll. Also, wie soll ich sagen, so eine leichte Zahnung drin. Ja, leicht angegammelt ist es. Also ich habe das auch getestet. Schnitttest. Können wir mal machen bei dem. Also es müsste eigentlich ein guter Stahl sein. Ja, oh. Ja, wie man schaut, kann man schön langsam durchziehen, auch kleinere Streifen. Also das geht. Ne? Also bei dem Stahl, der ist in Ordnung. Also es ist wirklich eine sehr schöne Verarbeitung. Hier gibt es keine Spalten zwischen Holz und Metall.
Das ist so schön poliert gewesen, bis auf meine Gebrauchsspuren jetzt von mir, vom Campen oder Outdoor. Wunderbares Messer. Ich weiß gar nicht, also ich glaube, draußen würde ich damit jetzt nicht mehr rumlaufen, ist ein feststehendes. Das sollte man lieber kein Risiko eingehen, ne? Kommt hier rein. Naja. Als kleine Zugabe noch ein wirklich altes. Das ist, so viel wie ich weiß, ein sogenanntes Verlängerungsmesser. Wo es genau herkommt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das hier oben ist so ein Verriegelungsknöpfchen dran. Draufdrücken, dann kann man das hier schön zack auseinanderschwenken und da hat man halt so ein riesen Dolch in der Hand. Ne? Damit kannst du schön am Lagerfeuer sitzen und da kann man ja schon richtig fast hacken wie eine Machete und kleinere Schnitzarbeiten ausführen, was weiß ich. Schöner geölter Holzgriff, mal ohne Lack. Messing. Die Verriegelungsform fand ich ganz interessant mit dem Draufdrücken hier. Feine Sache. Also ist bestimmt nichts Besonderes. Aber ist ein schönes Erinnerungsstück. Und wie man an der Klinge sieht, das Ding habe ich wirklich auch benutzt. Draußen im Wald, ne? Schnapp. Können wir mal mit dazulegen. Ja, das war's für heute. Tschüss, Freunde.